Partnerschaft und gemeinsame Ziele sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektarbeit. Danach strebt auch das Regionalbüro der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Südasien. Sichtbar wurde dies beim Empfang mit Partnern und Freunden der Stiftung. Auch dies ist ein Novum, um die frisch renovierten Büroräumlichkeiten den verbundenen Nichtregierungsorganisationen zu zeigen. Anlass war die Regionalfachtagung Südasien. Erstmals trafen sich dabei die Mitarbeiter der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in gleich zwei Ländern zu ihrem halbjährlichen Austausch. Im ersten Teil der Tagung stellten die Mitarbeiter den aktuellen Projektstand vor und integrierten dabei die neue Kommunikationsbeauftragte des Büros und die Buchhalter. Nicht fehlen durfte dabei ein Update aus der Geschäftsstelle mit den letzten Entscheidungen, Umstrukturierung und die Neuausrichtung der Stiftung. Insgesamt tauschten sie dabei mehr als Schokolade aus, nämlich vor allem Informationen, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand ihrer Arbeit zu bringen. Zum Fertigkeitenseminar zum Thema Workshop-Fotografie flogen sie dann gemeinsam nach Bangladesch. In der dortigen Hauptstadt Dhaka konnte der dortige Büroleiter Najmul Hussein und sein Team die Teilnehmer willkommen heißen. Es war ihm zudem ein Anliegen, seine Kollegen mit seinem Projektland vertraut zu machen. So wies dann der altgediente Journalist und Stiftungsfreund Tahiruddin Farooq in die politische und geschichtliche Lage des Landes ein, bevor am Folgetag die eigentliche Sitzung begann. Sozialen Problemen konnten sich dann die Naumänner und Naufrauen am nächsten Tag bei der Besichtigung einer Fabrik ein Bild machen. Intensiv befragten sie den Betriebsleiter, Arbeiterinnen und Arbeiter zu den Arbeitsbedingungen und vor allem deren Veränderungen seit dem schwersten Fabrikunglück des Landes von Rana Plaza im April 2013. Dabei zeigte sich, dass letztlich dieses Unglück zu neuen gesetzlichen Bestimmungen sowie zu einheitlichen Rahmenbedingungen geführt hatte, die allen Unternehmen mehr Chancengerechtigkeit einbringen. Allerdings nimmt dies nicht den finanziellen Druck seitens großer Abnehmer, die kaum noch eine Marge ermöglichen, um geforderte Sicherheitsstandards zu erfüllen. Diese können dann nur durch noch mehr Effizienz finanziert werden. Dabei allerdings ist die Infrastruktur in Bangladesch ein weiteres Hindernis. In dem beabsichtigten Werk zeigte sich jedoch auch, dass bei guter Personalführung ein sehr geringer Wechsel an Personal zu erreichen ist. Ein Großteil der Tagung dominierte jedoch der gemeinsame Austausch und das Klären administrativer Fragen. Der Regionalbüroleiter Dr. Ronald Meinardus räumte dabei den Diskussionen einen großen Raum ein. Gleichzeitig warb er für die Neuausrichtung der Region, insbesondere im Bereich der Kommunikation und Außenwirkung. Doch die Grundbedingungen dafür erweisen sich in der Gesamtregion als sehr unterschiedlich. In Bangladesch zum Beispiel ist ein sehr behutsames Vorgehen ratsam, während auf der anderen Seite das Projektbüro Pakistan schon seit Jahren sehr proaktiv ist. Für alle gilt, jetzt liegt ein gutes Stück Arbeit vor den Südasiaten der Stiftung, als sie gut synchronisiert und gut motiviert auseinandergingen. Musik